Ja, bei mir heute Tahsin Akçakoca. Sie sind Kurde, leben seit rund 5 Jahren in Vorarlberg. Jetzt gab es in den letzten Tagen auch Demonstrationen, Protestkundgebungen hier in Vorarlberg von Kurden, wo sie auch teilgenommen haben, um auf das Schicksal und ja, die Situation dort aufmerksam zu machen. Erste Frage: Haben Sie Kontakt momentan nach Kurdistan oder auch in die Region um Kobane? Und ja, was hören Sie auch aus dieser Stadt oder aus dieser Gegend? Yani öncelikle görüştüğümüz Der Krieg um arkadaşlarımız her iki Kobani, yetkilileri, Tag Kobani'de 23. direnen ve tutan Die Stadt arkadaşlarımızdan wurde oder wird aldığımız derzeit von bilgilere drei göre, Seiten direnen umkreist, savaşlardan aldığımız vom Osten, bilgilere göre. Süden und vom Westen Şu an bis auf den itibariyle Nordteil, Kobani'nin der auch tüm an die etrafı Türkei sadece grenzt, Türkiye'ye bakan sind alle drei kesimi Teile besetzt, hariç beziehungsweise bütün etrafı die IŞİD YPG, die tarafından, derzeitige IŞİD davaları Streitkraft, tarafından kuşatılmış wehrt ve sich bir vehement katliam gegen die yapmak isteniyor. Angriffe. Bu katliama Die direnen YPG YPG selber güçleri büyük bir wünscht direniş sich gösterip militärische Hilfe 23. von Ekim'de außen, bu direniş die derzeit nicht şu an stattfindet itibariyle, şu und es dakika ihnen sehr schwer itibariyle macht, Haziran'da devam ediyor. Stand zu halten, Koridor oluşturup Widerstand zu Serekanya geben. ve Kamışlo kantında, Cizre kantonunda olan birliklerin oraya savunma için gönderileceğini sözü verilmişti. Ancak Türkiye hükümeti Wie soll diese militärische Hilfe aussehen? Sollen das Bodentruppen sein? Waffenlieferungen, mehr Luftangriffe, was erwartet sich die kurdische Bevölkerung auch? Yani derzeit şu kämpft an die orada YPG mit yaşanan leichter direniş Bewaffnung, hafif sprich silahlarla mit leichten savunma yapabiliyor 13 gündür. Gewehren. Die Ancak YPG IŞİD'in verlangt saldırıları schweres büyük Geschütz ağır als Hilfe, sprich tanklarla gegen die ve Panzereinheiten, uçak die der ISIS saldırılar zur Verfügung stehen, gerçekleştiriliyor. dass wir die abwehren Ancak kann. YPG'nin bunu Raketenabwehrsysteme kendine karşı kendisini und die YPG savunması ja için karşı auch Rojava'ya momentan karşı sehr stark kämpft bis zum letzten ambargoyu da ortadan und sie einfach kaldırması erwarten, dass die gerekiyor. Türkei das Ancak bu Embargo şekilde bei IŞİD'in Rojava saldırılarını aufheben. durdurabilir. Wo auch Ancak gleichzeitig yine auch die bu Unterstützung der ISIS şu saat itibariyle durchgeführt wird von der YPG Türkei ayrı aus, dass die direniyor Türkei ve das einfach son unterbindet, dass die gücüne kadar ISIS da mehr an direnecek Kraft gewinnt. bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Das heißt, wenn ich es aber richtig verstanden habe, also es geht in erster Linie darum, Bewaffnung zu liefern oder wie es ja teilweise jetzt auch von Deutschland zum Beispiel schon gestartet wurde, aber dass da mehr Bewaffnung geliefert wird. Es geht nicht darum, dass jetzt irgendeine Armee mit Truppen aktiv wird. Almanya'nın yaptığı destek Peşmerge, yani Die Güney derzeitige Kürdistan'a yapılan Waffenlieferung aus silahlı Deutschland, die ging an die destektir. Ancak şu Peşmerge, an an die Kobani Autonomieregion IŞİD Kurdistan. tarafından Diese çevrelenmiş kann ve hiçbir şekilde nicht Cizre eingreifen, kantonu ve Güney aufgrund, Kürdistan'ın weil es nicht die yardım Möglichkeit gibt, kein edebilecek Korridor durumu yoktur. in die Stadt. Sadece Der Türkiye einzige üzerinden Korridor ancak ist halt über die silahlarını Türkei, oluşturabilir. Türkiye de weil buna engel die Stadt oluyor. grenzt direkt an die Bu Türkei anlamda und die Türkiye Türkei veyahut weigert sich, diesen Korridor zu öffnen, diğer Kürt birlik dass sich die güçlerinin Verteidigungseinheit der yardıma YPG gitmesi sich için bewaffnen sadece können. Türkiye üzerinden bir Und koridor sie var. ist momentan, wie Ona da gesagt, Türkiye schon der izin vermediği 23. için Tag und sie Kobani wehren hiçbir sich silahlı immer noch yardım ve gegen die askeri schweren yardım Geschütze und gitmemiştir. die Sadece Türkei weigert sich heute oranın noch, die Tore zu YPG öffnen für güçleri kendi Waffenlieferungen. öz savunma güçleriyle şu an itibariyle 23 gündür direniyorlar. Haben Sie direkt Kontakt in die Stadt Kobani oder wann hatten Sie zuletzt Kontakt? Şu andaki Kobane'deki şu an durum dün gece itibariyle çeteler Ah, mahallelere das sızmış durumdaydı derzeit die dort lebenden Menschen, IŞİD das Volk, güçleri mehr püskürtüldü. als die Hälfte hat sich Ama jetzt in den türkischen çatışmalar Teil geflüchtet. Die dort, wo noch hızlan leben, şiddetiyle devam etmekte. sehen gerade dem Tod ins Auge. Auch es kann jederzeit möglich sein, dass sie sterben. Katliamdan geçmek durch bir tehlikeyle karşı die karşıya. einerseits durch das Embargo Türkei ist nicht möglich, dass die Menschen rüberflüchten können. Andererseits auch, dass die YPG einfach den Widerstand leistet, bis zum Letzten, und das Volk einfach nur noch wartet drauf. Es kann jederzeit passieren, entweder sie sterben oder sie entkommen. Sterben heißt für sie ein Massaker, eine Hinrichtung, wie es in den Medien in der letzten Zeit sichtbar ist, bei YouTube-Videos, dass einfach niedergemetzelt wird. Und das ist das Volk, wartet jeden Tag drauf. Kendini savunabileceğini söylüyoruz.